erstmal herzlich willkommen. Rudi, schön, dass Sie bei uns sind. Das ist ja das Sondertrikot. Es gibt einen Sonderball. In der Mitte ein Foto von Rudi. Danke, Rudi. Also alles, wie es sein soll. Heute ist der Tag, an dem ich euch allen Danke sagen möchte. All denen vor allen Dingen Danke sagen, die unseren wunderbaren Verein und dadurch natürlich auch mich mit viel Herzblut, mit Leidenschaft in den vielen letzten Jahren unterstützt haben. Und ihr habt ja alle auch unser Lied gehört noch vor kurzem. Da war eine Zeile mit dem Herzen auf der Brust von unserem Bayerkreuz. Das müssen wir verinnerlichen, alle hier miteinander zusammenstehen und auch in den nächsten schwierigen Jahren erfolgreich sein. Und auch wenn mal hin und wieder was nicht läuft, wie wir es gerne hätten, so wie heute, volles Stadion, tolle Atmosphäre, so will ich Bayer Leverkusen sehen. Vielen Dank, euer Rudi.
Gib mir ein U. Was? Ein Doppel-F. Ein Telefon-T. Ein A. Ausrufezeichen. Uffa, uffa, tätere! Uffa, uffa, tätere! Mich nicht mehr zu verlassen, wie ich mich verlassen. Das Tränchen ist jetzt doch dabei. Ja, bin nicht drum herum gekommen, aber habe ich natürlich gerne gemacht. Ich habe es ja letzte Woche schon in Hoffenheim erlebt. Da kennt das ja. Wenn du gewinnst, ist natürlich alles immer wunderbar. Und heute nochmal bei heißem Wetter gegen eine gute Freiburger Mannschaft am Ende noch 2-1 gewonnen. Besser geht's nicht. Förler diese wohlverdiente Bühne überlasse, möchte ich abschließen für heute mit einer kurzen Frage und einer kurzen Antwort, die Herrn Völler, wie ich finde, seine Persönlichkeit, aber auch sein Selbstverständnis bestens zum Ausdruck bringt. Es gab einmal eine Frage eines Journalisten nach seiner exakten Berufsbeschreibung. Seine Antwort lautete: Mein Beruf ist Rudi Völler. So einfach ist das. In diesem Sinne freue ich mich mit der Champions League im Rücken über eine schöne Feier mit Ihnen und freue mich auf den weiteren Abend. Vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, habe ich auch heute schon den Zuschauern gesagt, unseren Fans. Ich bin stolz, da bin ich nochmal zu Ihnen zu kommen, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen mit meiner Frau, dass es mir erlaubt hat, nach Leverkusen zu gehen. Und das ist mir wichtig und das war jetzt im Nachhinein wunderbar. Vielen Dank.